Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf HandyMC. Ich stelle euch heute in diesem etwas ausführlicheren Review das Redmi Note 8 Pro vor. Das Mittelklassegerät gibt es derzeit schon für rund 220 Euro und trotzdem soll sich dieses Smartphone nicht vor der höherpreisigen Konkurrenz verstecken müssen. Wie das Redmi Note 8 Pro aussieht, wie es sich im Alltag schlägt und was es eigentlich alles so kann, das seht ihr nach dem Intro. Und dann schauen wir direkt einmal auf das Gerät rein. Optisch macht das Note 8 Pro erstmal eine gute Figur. Die Vorder- und die Rückseite sind mit Gorilla Glass 5 geschützt. Der solide Kunststoffrahmen lässt sich kaum von Aluminium unterscheiden. Sämtliche Ecken und Kanten wurden abgerundet. Und das immerhin 6,52 Zoll große Smartphone liegt damit auch noch gut in der Hand und macht einen ordentlichen Eindruck in puncto Verarbeitung. Der erste Eindruck bleibt auch dann noch positiv, wenn man sich das riesige Display einmal näher anschaut. Xiaomi verbaut hier, wie man es sich preislich schon hat denken können, ein LCD-Display. Das überzeugt allerdings dank der hohen Helligkeit, der scharfen und völlig ausreichenden Full HD Plus Auflösung und der ordentlichen Blickwinkelstabilität. Schön ist natürlich auch, dass die Kanten angenehm schmal geblieben sind und das 19,5 zu 9 Format dann trotz der Größe eben noch gut zu greifen ist. Installiert ist hier Android 9 in Kombination mit der hauseigenen MIUI Global 11 und obwohl ich mir sonst immer denke, Leute, das native Android hätte mir auch gereicht, finde ich die Oberflächenanpassung eigentlich ganz schön. Wir haben hier die breite Helligkeitsskala im Drop Down-Menü. Die Lautstärke-Wippe öffnet uns ein Pop-up, in dem wir über das Display einfach nur weitere Kategorien öffnen können und eben auch den simplen optischen Schieberegler wiederfinden. Der Taskmanager ist sehr übersichtlich gestaltet. Alle installierten Apps befinden sich einfach auf der horizontalen, ohne einen extra App-Launcher. Auf der linken Seite können wir uns dann nochmal Verknüpfungen und auch eine Newsfeed und einzelne Tools anlegen. Für die Personalisierung zoomen wir mit zwei Fingern heraus. Apps lassen sich ganz klassisch durch ein Gedrückthalten mitnehmen und verschieben. Man hat hier wieder kleine Animationen für die Icons eingebaut, zumindest bei den vorinstallierten hauseigenen Anwendungen. Das finde ich alles sehr gelungen. Das ist ein aufgeräumtes und intuitives und schickes System. Entsperren kann man das Redmi Note 8 Pro übrigens mit den Standards wie PIN, Passwort und Muster. Oder man nutzt natürlich einfach den superschnellen Fingerprint-Sensor auf der Rückseite oder auch die Gesichtsentsperrung über die Frontkamera. Die Gesichtsentsperrung aktiviert sich mit einem Druck auf den Power-Button und reagiert auch in einer wirklich guten Geschwindigkeit. Und das bringt uns dann auch direkt einmal zum Thema Frontkamera. Die sitzt oben in der geschwungenen Waterdrop-Notch und schießt Selfies mit 20 Megapixeln. Das Ergebnis sehen wir hier und ich denke, dass das auch ein Ergebnis ist, mit dem man wirklich zufrieden sein kann. Die Schärfe ist vorhanden, selbst wenn ich noch ein bisschen mir das näher anschaue, da ein bisschen hineinzoome, dann sehe ich dort auch ausreichend Bilddetails. Der Dynamikumfang ist da, das heißt, die Range zwischen den dunklen und den hellen Bereichen kann sich sehen lassen. Die Kontraste sind dementsprechend auch gut. Die Farbdarstellung im gesamten Bild ist ordentlich, speziell können sich aber zum Beispiel auch die Hauttöne sehen lassen. Das ist gut kalibriert. Da gibt es jetzt nichts, wo ich wirklich meckern könnte. Der Porträtmodus, der kann sich auch sehen lassen. Hier wird der Hintergrund wirklich präzise vom Vordergrund getrennt und unscharf maskiert. Natürlich haben wir auch hier wieder eine Frontkamera, die nur so richtig ihre Qualitäten zeigen kann, wenn ausreichend Licht da ist. Da dürfen wir jetzt nicht den übertriebenen Nachtmodus mit irgendwie der Langzeitbelichtung über die Frontkamera erwarten. Das ist aber trotzdem in Ordnung. Hier wird natürlich so ein bisschen dann das Bildrauschen durch den Weichzeichner noch zu retuschieren versucht. Das ist aber trotzdem okay, selbst bei den Lichtbedingungen, die dann vielleicht nicht ganz optimal sind. Und einen Videomodus haben wir über die Frontkamera natürlich auch. Der mit 1920x1080 Pixeln mit 30 Bildern in der Sekunde. Und wie wir, denke ich, sehen, die Schärfe ist in Ordnung, die Farben sind in Ordnung. Ordentlich stabilisiert, das ist in Ordnung. Das Rauschverhalten ist genauso bei den Fotos. Wenig Licht bedeutet, dass es relativ schnell anfängt zu rauschen. Ansonsten würde ich sagen, kann man, denke ich, mit dieser Frontkamera einigermaßen zufrieden sein, denn die Bildqualität ist an sich, gerade wenn man es wirklich stabil aus der Hand filmt, doch, denke ich, ganz in Ordnung. So viel aber erst einmal zu der Frontseite des Smartphones. Jetzt zeige ich euch direkt einmal die Rückseite des Redmi Note 8 Pro und wir schauen uns die Quad-Kamera an. Richtig gehört, wir haben vier Module. Ganz zentral liegt der 64-Megapixel-Hauptsensor, der 8-Megapixel-Ultraweitwinkel liegt direkt darunter und dann haben wir noch zwei gesonderte Sensoren, einen Tiefensensor ganz oben und einen unscheinbaren kleinen Makrosensor direkt unterhalb der LED. Und in dieser Reihenfolge schauen wir auch direkt einmal in die Probeaufnahmen. Wir sehen
sehen hier zunächst einmal den 64 Megapixel Hauptkameramodus, also die maximale Auflösung, die hier rein rechnerisch geleistet werden kann. Und da ist erstmal festzuhalten, dass wir ein wirklich scharfes Bild bekommen, in das wir natürlich auch recht weit hineinzoomen können, ohne dass wir direkt Pixelbrei erwarten. Dieser Modus ist allerdings eigentlich so ein kleines Special, wie man das bei vielen anderen Geräten auch kennt, denn der Standardbereich in der normalen Automatik, der löst eigentlich mit etwa der Hälfte dieser Auflösung auf. Das Tolle daran ist, man bekommt mit der geringeren Auflösung bei den meisten Smartphones im Prinzip die besseren Fotos. Das liegt daran, dass das Bildrauschen geringer ist. Die Bilddynamik, die wir hier sehen, im direkten Vergleich ist besser und damit meine ich auch hier wieder den Umfang, in dem die Farben und auch die Objekthelligkeit sich widerspiegeln. Da bekommt man in dem Standardbereich rundere, wie ich finde, gelungenere Foto. Trotzdem lohnt es sich manchmal natürlich auch, wenn man wirklich die Auflösung braucht, die 64-Megapixel-Variante zu nehmen. Aber wie gesagt, der Standardbereich ist eigentlich der Bereich, mit dem man die besseren Fotos erwarten kann. Nicht nur bei dem Redmi Note 8 Pro, sondern das ist bei vielen Smartphones. Insgesamt, wie wir das hier auch an den Fotos, die ich euch jetzt hier zeige, sehen kann, kann man, glaube ich, mit der Qualität, auch gemessen an der Preisklasse des Redmi Note 8 Pro, wirklich zufrieden sein. Es ist eine ordentliche Qualität, die Farben sind in Ordnung, die Schärfe ist da, das ist alles in Ordnung. Jetzt schauen wir aber natürlich noch einmal in die anderen kleinen Modi hinein. So sieht ein Foto über den Weitwinkel aus. Das ist in Ordnung. Auch hier würde ich allerdings sagen, verliert das Bild so ein bisschen an Dynamikumfang. Auch so ein bisschen von der eigentlichen Schärfe. Man sieht auch dann, wenn man sich die Infos einmal zu den Fotos anschaut, dass hier die Auflösung wieder so ein bisschen unter der Qualität der Hauptkamera liegt. Auch nicht gravierend, aber man merkt es dort schon, dass auch dort weniger Details wieder im Bild sind als über den Hauptkamerasensor. Positiv überrascht war ich dann hingegen wieder vom zweifachen Zoom, muss ich sagen. Hier bekommen wir eine ordentliche Qualität. Wir kriegen hier ein Foto, das auch mit der gleichen Auflösung ausgespuckt wird wie der Standardmodus über den Hauptsensor. Dann haben wir noch den Makromodus, der liefert, wie zu erwarten, die schwächste Auflösung, weil wir hier wirklich einen überschaubar starken Sensor haben. Und da finde ich auch, das ist so ein bisschen mehr eine Spielerei. Ich weiß nicht, wie viele Nutzerinnen und Nutzer das wirklich in ihrem Alltag irgendwie brauchen, diesen Modus. Das Bildrauschen ist natürlich da. Da brauche ich wirklich eine Aufnahmesituation, wo ich ausreichend Licht habe, um auch irgendwie noch Details abzubilden. Das ist als Spielerei, wie gesagt, ganz nett. Qualitativ hochwertige Aufnahmen darf man hier aber eben auch nicht erwarten. Jetzt fehlen noch zwei kleine Modi, die ich euch auch noch ganz kurz zeigen möchte. Das ist einmal der Porträtmodus, in den ja auch maßgeblich der Tiefensensor dann hineinspielt. Und hier haben wir natürlich auch die Standardauflösung der Hauptkamera. Der Bokeh-Effekt ist später in der Galerie einfach noch anpassbar. Das kann sich, denke ich, auch sehen lassen. Und da macht es auch irgendwie Spaß, damit natürlich rum zu experimentieren, weil man immer irgendwie natürlich auch so ein bisschen den Festbrennweiten-Effekt bei solchen Fotos selbst über ein Smartphone irgendwie haben möchte. Und dafür ist genau der Tiefensensor am Ende natürlich auch da, um präzise auch den Hintergrund vom Vordergrund trennen zu können. Funktioniert, wie man, denke ich, hier sieht, einigermaßen gut mit dem Redmi Note 8 Pro. Dann schauen wir noch schnell auf den Nachtmodus. Der ist auch längst nicht perfekt, schlägt sich aber auch noch ganz gut im Vergleich zu der normalen Automatik. Man bemerkt hier einfach die etwas längere Belichtungszeit. Viel mehr passiert dort softwaretechnisch, denke ich, auch nicht. Man sollte natürlich wie immer das Smartphone hier möglichst ruhig halten, um einfach Verwacklungen zu vermeiden. Fazit für den Fotobereich der Kamera, ein starkes Teil, das man so für diesen Preis nur selten findet. Da ist trotzdem Luft nach oben, klar, aber gemessen am Preis, rundes Teil, um Fotos zu machen. In den Videomodus schauen wir natürlich auch noch einmal hinein und da starten wir direkt einmal mit dem 4K-Modus und 30 FPS. Man bekommt hier erstaunlich kräftige Farben, sodass das Bild schon fast etwas übersättigt wirkt, finde ich. Über die Bildstabilisierung muss ich, denke ich, jetzt nicht viel sagen, die ist schlicht nicht vorhanden im 4K-Modus und gruselig. Im Prinzip ist das Bild aber nicht schlecht, denn der Dynamikumfang kann sich sehen lassen und auch die Schärfe ist ordentlich. Wenn man sich stark mit der Kamera bewegt und den Full-HD-Modus in wahlweise 60 oder 30 FPS auswählt, bekommt man da dann aber auch wirklich die Aufnahme, die deutlich besser stabilisiert ist. Hier verschwinden so ein wenig die Details innerhalb der Bewegung, weil dafür die Stabilisierung das Bild dann doch auch einfach etwas croppt, das heißt hier einfach etwas einen etwas engeren Bildausschnitt wählt, um die Bildstabilisierung über den Kantenbeschnitt dann auch zu leisten.
Leisten. Das ist soweit auch in Ordnung, diese Stabilisierung. Wichtig ist auch hier natürlich wieder die stabile Kameraführung, um gute Aufnahmen zu bekommen. Das ist das A und O, auch bei diesem Smartphone. Und da finde ich den Full-HD-Modus, den wir gerade sehen, aber auch den 4K-Modus, wenn man das wirklich stabil mit der Hand führt, gemessen am Preis des Redmi Note 8 Pro, auch hier wieder eigentlich ganz in Ordnung. Übrigens kann man auch hier witzigerweise zwischen den einzelnen Modi der einzelnen Module wählen. Das heißt, auch hier habe ich den Weitwinkelkamera-Modus, den wir hier sehen, den Standardbereich und auch den zweifachen Telezoom, und das ist auch alles in Ordnung. Gleicht so ein bisschen in den Qualitätsunterschieden auch dem Fotobereich. Aber so viel erst einmal zu den Kameras. Dann schauen wir uns jetzt natürlich noch einmal schnell auf den Kanten um, bevor es noch um die Themen Leistung und Akkulaufzeit geht. Auf der rechten Kante findet sich die Lautstärke-Wippe und der Power-Button. Unten befindet sich eine 3,5 mm Klinke, ein USB-C-Port in der 2.0-Variante. Also in Sachen Geschwindigkeit sind wir nicht auf dem Niveau von 2019, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ein kleines Mikrofon und einen Monolautsprecher finden wir auch, und in den Monolautsprecher, da hören wir jetzt natürlich auch noch einmal ganz kurz rein. Das Mi 9T Pro eigentlich durch und durch auf High-End-Hardware setzt und deswegen eben das Potenzial besitzt, auch wirklich eine Konkurrenz zu aktuellen Flaggschiffen zu sein. Und der Lautsprecher ist wirklich ein Monolautsprecher, der auch nicht nochmal mit dem Lautsprecher der Telefonie gekoppelt ist. Lautstärketechnisch ist das in Ordnung. In puncto Klangqualität fällt eine starke Mittenbetonung auf, das heißt, die Bässe und die Höhen schwächeln etwas. Das ist für die Sprachqualität in den meisten Filmen noch ganz okay. Wer viel und gerne Musik hört, kommt aber nicht um eine Bluetooth-Box, die Wireless-Kopfhörer oder die 3,5 mm Klinke drumherum. Denn der Klang ist hier selbst für ein günstiges Mittelklasse-Gerät gerade mal Mittelmaß. Da ist also auch noch deutlich Luft nach oben. Auf der linken Kante befindet sich dann der hybride SIM-Kartenschacht. Hier können wir also eine Nano-SIM-Karte für den normalen Betrieb einlegen und dann wahlweise noch eine weitere SIM für den dualen Betrieb oder eben eine Micro-SD zur Speichererweiterung einsetzen. Und ich würde mal sagen, dass das hier durchaus auch als Dual-SIM-Gerät genutzt werden kann, denn man hat hier immerhin 128 GB als internen Speicher verbaut. Das sollte für die meisten Nutzerinnen und Nutzer also genügen. Oben haben wir dann nochmal ein kleines Mikrofon und noch einen Infrarotsender. Den finden wir gerade bei ganz vielen Geräten. Damit können wir das Redmi Note 8 Pro einfach auch als Fernbedienung verwenden. Weiter geht's zum Thema Leistung und Performance. Im Redmi Note 8 Pro hat man einen MediaTek Helio G90T Prozessor mit bis zu 2 GHz in Kombination mit 6 GB RAM verbaut. Das macht sich nicht nur in der flüssigen Bedienung, sondern auch beim Spielen bemerkbar. Die Wärmeentwicklung ist bei längeren Spielzeiten auch okay. Das Smartphone wird also spürbar warm, ohne sich dabei aber unangenehm anzufühlen. Und eine wirkliche Prozessordrosselung macht sich auf Dauer dort auch nicht bemerkbar. Ist im direkten Vergleich zu der Konkurrenz, gerade auch wenn wir uns die günstige Mittelklasse mal anschauen, ist das Redmi Note 8 Pro aber wirklich gut ausgestattet, und das bemerkt man dann auch auf dem Datenblatt. Im AnTuTu Benchmark Test sehen wir dann einen Score von ganzen 284.552 Punkten. Das ist mehr als ordentlich. Da kann ich dann auch mit Freude die meisten grafikaufwendigen Spiele selbst auf den höheren Grafikeinstellungen problemlos spielen. In puncto Akkulaufzeit ist das Redmi Note 8 Pro übrigens auch ordentlich aufgestellt. Hier hat man einen 4500 mAh großen Akku verbaut und im Lieferumfang gibt es dafür ein 18 Watt Netzteil, mit dem ich das Smartphone in etwa anderthalb Stunden von 0 auf 100% laden kann. Im Durchschnitt bin ich mit dem Redmi Note 8 Pro auf 11 Stunden Laufzeit gekommen. Man kommt damit also auf jeden Fall gut durch den Tag, und bei sparsamen Nutzern und Nutzerinnen reicht es vielleicht auch über 2 Tage. Als kleines Laufzeitbeispiel sei noch erwähnt, ich komme hier mit voller Helligkeit auf halbe Lautstärke und mit dem aktivierten Gaming-Modus beim Spielen von Asphalt Airborne 9 mit 10% Akku über 30 Minuten Spieldauer. Bei YouTube, Netflix, Amazon Prime und Co. kann ich mit 10% Akkuladung ebenfalls auf halber Lautstärke und bei voller Helligkeit über die Dauer von 50 Minuten Filme schauen. Das sind alles Werte, die keinen gigantischen neuen Rekord aufstellen, sicherlich auch durch das LCD-Display natürlich profitieren. Insgesamt ist das aber mehr als in Ordnung. Und damit kommen wir dann auch schon zum Fazit. Für 220 Euro bekommt man einen günstigen Allrounder mit einer starken Rückseitenkamera, mit einem guten Display, mit einer ordentlichen Leistung und auch mit einer ordentlichen Akkulaufzeit. Abgerundet wird das Ganze
Ganze durch die sonstige Ausstattung. NFC ist an Bord und damit ist das Smartphone für Google Pay auch gerüstet. Die 3,5 mm Klinke ist da, die Selfie-Kamera ist noch okay, der interne Speicher ist mit 128 GB ausreichend groß bemessen, sodass der hybride SIM-Kartenschacht für viele keine Einschränkung sein dürfte. Das Gerät ist nicht vollwertig gegen Wasser und Staub, aber zumindest mit der IP52-Norm gegen leichten Regen bzw. Spritzwasser geschützt. Alles im Allen kann sich damit das Smartphone gut in der Basis der Mittelklasse mit Geräten rund um die 350 Euro messen. Somit ist das Redmi Note 8 Pro ein wirklicher Preis-Leistungs-Tipp und ein gelungener Allrounder für den Alltag. Und man zeigt bei Xiaomi einfach so ein bisschen, in welche Richtung auch die günstige Mittelklasse gerade trendmäßig gehen kann. Man darf also irgendwie gespannt sein, glaube ich, auf das Jahr 2020, was da preis-leistungsmäßig in der Mittelklasse noch alles sich bewegen kann. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Reviews zum Redmi Note 8 Pro. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen mitnehmen. Für Fragen zum Smartphone oder Feedback zum Video könnt ihr natürlich wie immer gerne die Kommentarspalten nutzen. Lasst natürlich gerne auch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, oder unterstützt uns mit einem kostenlosen Abo. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auf Handy MC.